Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda hat die Kette der Ereignisse rekonstruiert, die zum Untergang des Lenkwaffenkreuzers Moskwa, dem Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, führten. Die Journalisten sprachen demnach mit Dutzenden von Militärexperten, berichtet die unabhängige russische Nachrichtenseite Medusa. Gegen 16 Uhr Ortszeit am 13. April 2022 erhielt die Besatzung eines ukrainischen Neptun-Schiffs Abwehrraketensystems dem Bericht zufolge eine überraschende Anzeige von einem Radar, das normalerweise keine Ziele in mehr als 18 Kilometern Entfernung erkennt. Offensichtlich hat den Ukrainern dabei auch eine besondere Wolkenkonstellation an jenem Tag geholfen. Das Radar meldete, dass sich ein großes Ziel in 120 Kilometern Entfernung von der Küste befand. Bei diesem Ziel habe es sich nur um das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte handeln können, den Raketenkreuzer Moskwa. Der Kreuzer war dem Bericht zufolge von sich aus in die Reichweite der ukrainischen Raketensysteme gelangt. Nach einigen Minuten heftigen Zögerns und Konsultationen gab der Neptun-Chef den Befehl zum Abschuss von 2 Raketen auf das russische Schiff. Es war nicht sofort klar, ob die Raketen ihr Ziel getroffen hatten. Der russische Kreuzer setzte sich demnach daraufhin in Bewegung und 4 weitere Schiffe näherten sich ihm. Als klar wurde, dass sich ein Schlepper von der Krim aus auf die Moskwa zubewegte, wurde der ukrainischen Seite klar, dass der Kreuzer in einem kritischen Zustand sein musste. In der Nacht nach dem Angriff meldete sich einer der obersten Sicherheitsbeamten der Ukraine bei der Ukrainska Pravda und schrieb: „Die Moskwa ist am Ende."